Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Castle Crush hier auf dem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Und ja, letztens haben wir gespielt und da wollte ich drei Decks ausprobieren. Und ja, da haben wir zweimal gegen so ein richtig nerviges Deck gespielt mit einem Giant Growth drin und mit einem Unchained Demon. Und diese Decks werden richtig oft gespielt. Es gibt einige Abwandlungen davon. Und ich habe mir einfach gedacht, wir kopieren so ein Deck von denen, wo wir letztens gespielt haben und probieren einfach mal selber aus, wie das circa zum Spielen ist. Ich meine, ich habe schon selber mal ein Unchained Demon Giant Growth Deck gespielt. Aber das war nicht so ausgereift wie die, was ich hier so gespielt habe. Ihr seht schon, wir haben hier zwei zur Auswahl. Einmal das obere hier mit einem Magier, mit einem Dämon und zweimal einen Metamorph. Oder hier unten mit einem Mage und einer schwarzen Hexe. Ich weiß noch nicht so recht, welches ich nehmen soll. Aber ich glaube, Leute, wir werden hier das untere nehmen. Wir werden das untere nehmen. Das sieht interessanter aus und es sieht auch irgendwie, ja, etwas. Ja, es sieht einfach interessanter aus. So, einmal Windstoß, zweimal Heilung der Natur und einmal Pfeile. Einmal Windstoß, zweimal Heilung der Natur. So, welches Deck nehmen wir dafür? Ich glaube, wir nehmen dieses hier. Ja, Leute, dieses haben wir hier weg. So. Zweimal Heilung, einmal Windstoß, einmal Pfeile, dann war glaube ich zweimal Freeze in Verwendung, zweimal auch der Unchained Demon, dann war noch ein Metamorph drinnen, Metamorph, zweimal Giant Growth, haben wir jetzt auch schon drinnen, Drache sowas war nicht drinnen, schwarze Hexe war drinnen, wird ja jetzt auch wieder öfter gespielt, obwohl sie, seitdem sie schwächer gebracht wurde, haben einige gesagt, nee, ich spiele das Teil nicht mehr, aber sie ist trotzdem extremst gut, Leute. Sie ist einfach trotzdem extremst geil, die schwarze Hexe, besonders gegen so ein, ich pushe jetzt auf einer Lane Deck, dann noch ein Mage, Wutzauber, beziehungsweise Zornzauber, und dann war es das eigentlich auch schon. So, Wutzauber, also Zornzauber. Zornzauber. Und dann noch. Was war da noch? Genau, ein Mage war noch. Ein Mage, wo bist du, Mage? Mage. Aber das Inferno ist natürlich auch geil, Leute. Aber wir hauen den Mage hier rein. Wir können es hier trotzdem dann noch umbauen. Wenn dieses Deck nicht funktioniert, könnten wir es ja etwas umbauen, um unsere eigene kleine Note hier noch reinzubekommen. Und ich glaube, das ist im Großen und Ganzen das Deck. Wir könnten den Zornzauber upgraden. Was kann da mehr? Zauberdauer 0,15 Sekunden. Ist es mir jetzt persönlich nicht wert. Aber wir öffnen zuerst hier mal ein paar Kisten, bevor wir hier in den Kampf starten, Leute. Und dann bin ich richtig gespannt, wie ich mit diesem Deck umgehen kann. Ich habe letztes Mal im Video behauptet, dass die Decks nerviger als Rush-Decks waren. Ja, ich weiß nicht so genau. Ich muss mich mit denen anfreunden. Vielleicht war es einfach so, weil es neu für mich ist und ich keine Antwort darauf hatte. Und da spielt der Gegner gleich mal eine Steinstatue. Na gut, dann spielen wir hier gleich mal ihn hier. So, und ich glaube, wir freezen hier gleich mal. Ja, ich glaube, wir freezen hier. Ist das Beste, was wir tun können. Und dann können wir auch gleich mal einen Giant Growth drauf haben. Das finde ich schon mega geil, dass wir den haben hier. Und eine Heilung haben wir auch da, Leute. So, Giant Growth geht raus. Und da wird er schon mal riesig. So, soll ich schon heilen? Ich glaube, ich weiß nicht. Der Gegner könnte ihn ja jetzt blitzen. Ja, komm, wir heilen das Ganze. Falls ihn der Gegner hier blitzen möchte, so soll... Oh, da haben wir Glück gehabt, dass wir hier wirklich... So, Zornzauber drauf. Zornzauber. Ich bin jetzt gespannt, wie das Ding reinhaut. Komm, noch ein Giant Growth. Nein, Heilung. Yes! Kein Blitz oder sonst was. Und jetzt haut das Ding. Ha, da ist nicht einmal... Ihr seht schon, wie nervig das Deck eigentlich ist. Da ist der Effekt nicht durchgegangen vom Dämon. Und das ist schon brutal. So, noch ein Metamorph. Und da wird er auch zum Unchained Dämon. Und ihr seht schon, ist das ein Rush-Deck? Ist es kein Rush-Deck? Ist es nerviger als ein Rush-Deck? Man weiß es nicht. Schreibt es nochmal bitte in die Kommentare, wie ihr dieses Deck findet. Ich meine, es haut schon mega rein, ihr habt schon gesehen. Wir haben den Gegner in kürzester Zeit den Erdboden gleich gemacht, mit nur einer Karte am Feld. Das ist krass, denn er kann nicht mal mit einem Giant Growth von einem Dämon zerstört werden und auch nicht von einem Blitz. Und das, boom, Leute, das ist mindblowing. Da ist der Effekt wirklich, dass die Karten dann teurer werden, zu vernachlässigen. Deswegen habe ich ja auch eigentlich nur billige Karten sonst im Deck. Ein Metamorph, ein Mage und alles. Ja, und die Zauberkarten werden zum Glück eh nicht hier vom Effekt, sind eh nicht vom Effekt betroffen. Aber trotzdem, Leute, so, wir spielen hier oben denn einfach. Na gut. Schaffen sie vielleicht noch hier irgendwie? Nö, schaffen sie nicht. Aber na gut. Wir hauen hier trotzdem mal die Pfeile raus, Leute. Der Gegner spielt einen Rush-Tag.
So, jetzt sehen wir gleich mal, was mehr rein hat. Dieses Deck oder ein Rush-Deck? Da haben wir gleich mal den direkten Vergleich. Aber irgendwie komme ich hier nicht so schnell an die gegnerische Burg ran. Wie ich mir vielleicht erhofft hätte. Deswegen spielen wir hier gleich mal. Wow, wow, wow. Komm, das muss schneller gehen. Es muss schneller gehen. Oh, ich glaube, jetzt haben wir verloren. Jetzt haben wir nämlich zwei... Ah, komm. Den unten freezen wir ein, Leute. Da hauen wir noch das drauf. Und da haben wir verloren. Da haben wir verloren. Okay, das Rush-Deck... Haut dieses Deck dann doch noch einmal weg, da man, ja, man kann nicht schnell reagieren, denn man muss auf einen Ancient Demon setzen und ich habe hier nur zweimal Pfeile im Deck und sonst keine Karten, mit denen ich eigentlich irgendeinen Push vom Gegner aufhalten könnte, außer die schwarze Hexe. Die schwarze Hexe wäre auch noch gut gewesen, aber da ich schon zweimal den Ancient Demon auf dem Feld hatte, konnte ich die Hexe nicht mehr spielen, Leute, und das muss man bei diesem Deck einfach bedenken. Also ich konnte sie schon noch spielen, aber sie war halt viel zu teuer, um sie schnell raufzubringen. Wow, 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 hört's auf, nein! Geht sich das noch aus, Leute? Come on! Yes, geht sich noch aus und jetzt brauche ich eine Heilung, komm, gib mir eine Heilung, nein, verdammt! Da hätten wir zwar die Heilung gehabt, aber na gut, wir spielen hier einen Mage, damit der Skelettschwamm mal hier ausgelöscht wird. So, Gegner hat zum Glück keinen Blitz und gleich mal hier einen Ancient Dämon. Boah, ey. Nerv nicht, Gegner. So, wir müssen hier, glaube ich, unseren Mage heilen. Ja, machen wir natürlich. So, Zornzauber. Oder soll ich da oben einfach was spielen? Ja, wir setzen oben einen Metamorph ein. Mal schauen, was es so wird. Pfeile waren gut. Pfeile waren gut. Pfeile waren sehr gut. Freeze. Oh, das geht sich schon wieder nicht aus. Gegner spielt schon wieder ein Rush-Deck. Obwohl wir jetzt bessere Karten hatten als vorhin, liebe Leute. Aber es geht sich halt... Oh, da hat er auch noch einen. Komm, da spielen wir jetzt die mal. Und da oben, ich habe leider kein Inferno. Wir werden hier trotzdem mal freezen. Wir werden hier den Freeze-Server raushauen. Aber dieser blöde Ballista, ich muss hier trotzdem oben dagegen halten. Und der Ballista zerstört uns hier einfach. Ah, bitte lach jetzt nicht, lieber Lord C. Vom Code Fusion TM3. Es ist schon schwierig. Wir sollten wirklich das Deck der Mage... Ah, ich weiß nicht, ob der wirklich so geil da drinnen ist. Ich tausche den... Oder wie hat das andere Deck ausgesehen, Leute? Was war da besser als vielleicht... Boah, diese Rush-Decks, wenn ich sie schon sehe. Aber na gut. Was findet ihr nerviger? Dieses Deck, was ich gerade spiele, oder die Rush-Decks? Ihr wisst schon, wo es hingehört. Und nicht vergessen, falls euch dieses Video gefällt, einen Daumen nach oben dazulassen. Ich würde sagen... ja... Das war das andere Deck. Freeze-Zauber, zweimal Pfeile, zweimal Heilung. Na gut, ich glaube, ich nehme hier einfach das Inferno mit rein. Dann kann ich viel mehr aufhalten vom Gegner. Ich meine, der Mage ist gut. Genau für Skelettschwärme oder so. Aber gegen Krieger hilft er halt dann doch nichts. Denn ein Inferno könnte zum Beispiel auch einen Ballista aufhalten. Oder Inferno plus Pfeile könnte auch schon was zerstören. Da hilft der Mage halt nicht so viel, wenn ein Rush-Deck schon an der Burg ist. So, Ancient Demon schon auf der Hand und auch einen Giant Growth, Leute. Aber wir warten hier mal ab, bevor wir irgendwas spielen. Komm, 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 komm. Wir spielen das jetzt einmal auf der obersten Lane. Die oberste Lane wird irgendwie vernachlässigt. Wenn man was spielt, meistens auf der mittleren oder auf der unteren. Und die obere Lane ist da irgendwie so das Stiefkind dabei. Oh, da hätten wir noch einen Ancient Demon gehabt. Egal, wir spielen hier gleich mal den Giant Growth. So, und jetzt kommt er... Der Zornzauber. Und wir können auch gleich mal hier heilen. Sollten wir hier freezen? Freezen wäre natürlich geil. Aber ich glaube, das schafft er auch noch so. Wir können hier dann nochmal heilen. Wir können nochmal heilen. Jetzt brauchen wir auch die Heilung. Yes, Leute. Mega, mega geil. Und jetzt Metamorph. Ha! Und da haben wir gleich einen zweiten Großen auf dem Feld. Und der Gegner... Ja, ich glaube, freut sich nicht so darüber wie ich hier. Okay, für was er das gespielt habe, hat keine Ahnung. Ich habe hier zum Glück die schwarze Hexe schon auf der Hand. Aber ich glaube, die braucht es gar nicht hier. So, hier haben wir zum Glück jetzt das Inferno. Damit können wir die zerstören. Und da haben wir unseren Flawless Victory, Leute. Ah, da geht sich nicht mehr aus, dass ich noch einen Giant Growth spiele. Okay, jetzt war es schon besser. War halt doch kein Rush-Deck. Und ich will jetzt wieder über die 3100 pushen, Leute. Ich will wieder über die 3100 pushen. 3200 wäre auch mal cool. Vielleicht schaffen wir es mit diesem Deck rauf. Vielleicht schaffen wir es ja mit diesem Deck. Aber ich spiele lieber irgendwie... Meine Karten, mit denen ich richtig, richtig gern spiele, Leute, sind auf einer Seite der Phönix, den der Gegner jetzt gerade... Nein, verdammt, das kommt von dieser Spielerei, Danny, den der Gegner jetzt gespielt hat. Und auch der Sturmelementar. Das Sturmelementar finde ich auch richtig, richtig lustig zu spielen, Leute. So, wir spielen hier gleich mal den hier.
Und dann könnten wir auch noch freezen. Ja, Gegner, du schaffst es nicht mit einem Blitz. Nein! So, und dann freezen wir aber auch hier. Dann freezen wir auch und heilen hier. Bevor der Gegner hier... Ah. Oh. Nein, 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 nein. So, Metamorph, was wirst du? Yes, er wird zu dem. Und jetzt hätten wir... Oh, haben wir das Inferno vorhin auch schon gehabt? Dann hätten wir hier was machen können. Aber egal. Hier sollte es sich auch so ausgehen, Leute. Heilung, geht raus. Yes, geht sich aus. Und auch hier, Zornzauber. Yes, da ist der schwarze Ritter weg. Das Ei verbrennen wir schnell, bevor der Gegner hier irgendwas Falsches macht. Kaum noch ein Giant Grove und jetzt macht das Ding so extremst viel geilen Schaden. Das ist unglaublich. Und wir setzen einfach auf der anderen Lane noch einen. So, wir bräuchten jetzt eine Heilung, Leute. Wir bräuchten eine Heilung. Kaum freeze. Ja. Und wenn, jetzt bitte Heilung. Ich will eine Heilung. Ich will eine verdammte Heilung haben. Nein, gib mir doch eine Heilung. So, freeze, jetzt aber. Wow, das war knapp. Oh, das da oben war zwar dumm von mir, aber gut, jetzt aber Heilung. Ja, wir haben eine Heilung, Leute. Ja, wir haben hier eine Heilung. Oh, das war nicht geil, Gegner. Das finde ich gar nicht geil von dir. Das hier, genau der Metamorph zu einem von uns von, geworden ist. Yes, und da ist auch dieser Metamorph zu einem geworden. Komm, 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 komm. Yes, da ist das Ei wenigstens weg. Er wird zwar größer, aber... Eieieiei, wir können hier keinen Schaden auf seine Burg machen. Und das Phönix-Ei schlüpft hier nochmal. Das ist schon ein geiles Deck, was dagegen hier spielt. Das ist schon ein geiles Deck. Ja, den schwarzen Ritter können wir hier auch nicht mehr aufhalten. Ich würde sagen, gut gemacht. Gutes Spiel, lieber Gegner. Eieieiei, Leute. Momentan wird es richtig schwierig. Es haben sich sehr viele neue Decks entwickelt. Man muss sie wirklich versuchen, irgendwas Geiles zu finden oder einfach oft hin und her wechseln. Wenn man merkt, die Gegner spielen oft ein Giant Growth Deck mit einem Ancient Demon, dann sollte man irgendein anderes Deck wechseln. Wie zum Beispiel hier, Gegner Bogey Queen. Bogey Queen ist bei diesem Deck wirklich, ja, wie soll ich sagen, wirklich ein... Ja, ein mega geiler Counter, denn der Ancient Demon ist halt extremst langsam und dadurch kann die Bogey Queen viel Schaden drauf machen. In Verbindung mit einem Phönix ist es einfach mega. Ist es einfach mega. Ja, Leute, was haltet ihr von diesem Deck? Stärken, Schwächen, abgewogen, wie findet ihr es so? Schreibt es mir nochmal bitte in die Kommentare. Und ja, falls euch dieses Video gefallen hat, Daumen nach oben, würde mich freuen. Und falls du neu bist, würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's auf alle Fälle gut und haut rein, Leute. Ciao.